Wenn ich wüsste, wie ich hier reinkomme. Weil das ist eine Ruine, aber die ist zugemauert. Okay. Ich weiß nicht, ob ich an der richtigen Stelle bin. Also rein theoretisch, ich bin bei 47, 87. Du sagst zwar was von 46, 87, 67. aber ich laufe ja auf der Ruine rum. Ja, Ich bin schon wieder an. 46,9 mal 87,5 schreibt, da wäre der Höhleneingang. Also steht im Wiki so. 46,9. 46,9. Ich suche 46,9. Das ist hier auf der Seite. Jetzt sind wir 46,9. Und dann 87 was? Eine 5. 87,5. Genau, 87,5. So, das heißt, er muss hier drüben irgendwo sein. Sieben, muss ich hier hinten irgendwo sein. 45, 86, 05. Und da müsste ich hier in die Richtung. Ja, bin ich fucking Fischer. Ist da was Brauchbares drin? Blueprint, Fischer, nee. So, jetzt erstmal wieder den Wasserbereich hier drin finden. Die Höhle ruckelt gerade ein bisschen. Hi, Schmidti. Ob das über der Ruine noch weitergeht? Aber es probieren. Ist da was Sinnvolles drin? Hallo, Truthahn. Hallo, Truthahn. So, ich brauche ein paar Krokos, denen ich die Haut abziehen kann. Wo sind sie denn? Klingt so brutal. Ich habe das aber keinen FSK 18. Nein. Naja, gut, es gehört in-game. Es gehört zum Spiel, also. Komm her, Ja, Sako. Einmal Sako-Skin. Da läuft ein Schaf dann rum, aber ich habe so viele. Nein, Spino. Mit du. Ich habe genug Spino-Segel. Krokohaut fehlt mir, weil hier drin so wenige spawnen. Das ist so ein Aalviech. Das ganze Viehzeug, da ruckelt mir die Höhle aber gerade ganz schön, ne? Hat das Server ein bisschen ein paar Schwierigkeiten gerade. Ja, Ich hoffe mal ich hoffe. nicht. Womit kämpfst du? Mit einem Barre. Das ist aber nicht das, was ich suche. Ich suche Krokos. Was ist das für ein Federlicht? Gefällst du mir von den Farben her? Ah, so viel Blau habe ich schon. Ich habe mal ein Stück hochgestellt, um zu gucken, ob ich den Eingang irgendwie sehe. Aber entweder ich bin blind oder ich bin an der falschen Stelle. Aber wenn ich die richtigen Koordinaten habe, sicher, dass das richtig kommen ist. Hier oben ist ja. Ich glaube schon. Ja, Latitude 46,9, Longitude 87,5. Mal gucken, ob wir gleich irgendwas gefährlich mit dem Weg laufen. Auf Guck jeden schon. Fall ganz weit drüben im Osten. Ja, da bin ich, da Fast am bin Rand der Karte, oder? ich. Ich bin gerade 46,88. Guck gerade mal. 46,87. Nee, das muss da unten sein, weil hier geht nicht weiter drüber. Das ist doch bescheuert. Entweder unten oder noch weiter unten, dass da irgendwo ein Keller ist. Ja, das ist Oh, doch. da ist noch ein Kroko. Nein, Kakis. Das ist mein Kroko.
Das ist mein Koko. Die haben den jetzt zwar getötet, aber der ist bestimmt noch der Itembeutel da. Den kann ich mir nehmen. Zweiter Daumen. Wo ist der dritte? Mhm. Da. Und tschüss. Ich weiß nicht, wie der Eingang aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ich war da noch nicht. Ja, mir liegt komisches Spiel. Ist da aber ein Stück eigentlich auch großen Sichtbarkeit sein. Sarkohaut, ich habe die fehlende Sarkohaut. Sehr schön. Ich fühle mich gerade sehr dumm. Kannst du mir bitte suchen helfen? Kann ich machen, ja. Lass mich die Sachen nach Hause bringen und dann können wir das tun. Dann gehen wir einfach zusammen dahin. Ja, ich laufe hier rum. Aber mit dir die Sachen nach Hause bringen, falls du stirbst, kannst du die doch mitnehmen. Ich bringe aber auch vorsichtshalber noch ein paar andere Sachen mit. Das war aber. War das die Höhle, in der man tauchen muss? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich verfliege mich gerade wieder in der Höhle. Inwiefern verfliegst du die? Ich verirre mich gern in der Abarant-Höhle. Achso. Weil die so groß ist. Ich bin gerade so gestört von diesem Ding. Ich gucke schon unter Wasser, ob hier irgendwo was ist, aber hier ist nichts. Hallo, Tritzi. Und meine, das sieht so mit diesem, das ist so ein Aquädukt, wo es aussieht, als ob du halt hochlaufen müsstest. Aber da ist nichts. Strange. Ja. Ich wüsste nicht, wo der Eingang sein soll hier. Was ist das? Ein knallorangenes Schaf. Alles klar. Welche Dings ist da drin? Welche Artefakt? Devourer, glaube ich. Das lilane. Brauchst du ein knallorangenes Schaf? Kannst du mir damit reinwerfen? Wenn es gezähmt hat, ich habe keinen Süßkuchen, sonst würde ich mir das selber reinziehen. Ich glaube, ich habe noch ein paar. Ich guck mal. Ich nehme es jetzt einfach mal mit nach Hause. Es ist ein Aberrandschaf, aber das ist, glaube ich, egal für dein Spiel, oder? Wie bitte? Es ist egal, ob es normale oder Aberrandschafe sind, oder? Ja. Oh, ich habe den Ausgang gefunden. Das ist die Sonne. Ja, das ist das war. Nee, das ist nicht der Ausgang. Ich verflieg mich immer in der Höhle, das ist zum Kurzen. Skorpion.
Cute. Nee, doch nicht klein. Haha, der war doch kein Baby mehr. Juvenil schon, oder? Ah, ich kriege ihn nicht in mein Fernglas. Man kann ja jetzt Insekten züchten, gell? Was, Ernsthaft? Du kannst jetzt auch die Spinnen und Skorpione und Tausendfüßler züchten. Und die Wyvern. Ich habe den Fluss gefunden. Okay. Jetzt finde ich auch wieder zurück. Hoffentlich zum Eingang. Oder? Nein, das ist gar nicht der Fluss. Doch das Kotzen hier. Warte mal. Dein Stream freut sich wahrscheinlich über meine Dummheit, aber. Ja, was soll ich denn zu meiner eigenen Dummheit gerade sagen? Die sich 500 ja, Mal hier. Du hast keine Orientierung, denn ich finde einfach nur einen fucking Eingang nicht. Ich sollte mich mäßigen. Wobei, ist doch gerade nur Pichi da, oder? Ich glaube. Sie ist zumindest die Einzige, die sich gemeldet hat im Chat. Es gibt auch immer wieder mal stille Zuschauer. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Yeah, ich habe ihn gefunden. Alter, hier ist ein Button. Was? Oh, da war ein Knopf, damit man reinkommt. Es gibt Knöpfe? Um in eine Höhle reinzukommen. So ja. Wie in Minecraft? Ich habe gerade Angst, ich weiß nicht, ob das ist. Okay. Ja, hier war ein Knopf. Da ist das Ding wieder runtergekommen. Wie komme ich jetzt wieder raus im Zweifel? Ach, da ist der zweite Knopf, okay. Hat er irgendwas gesagt von wegen, hier sind Viecher drin? Ich weiß nicht, ob er die meinte. Aber in der anderen sind auf jeden Fall Viecher drin, bei der Brutmutter. Brust zu verdursten. Bei der ist auch zumindest eine gescheite Map im Wiki, weißt du, wo du siehst. Hier soll aber auch. Oh, der schon da ist Wasser. Mal gucken. Höhlenruckler. So, jetzt. Hallo, Stego. So. Da unten sind auf jeden Fall Bücher. Okay. Okay. Muss nur gucken, wie ich möglichst safe an ein Stück Wasser rankomme. Ich bringe jetzt erstmal das Schaf heim, zähm das und. Ja, du kriegst es dann später. Boah, es ist Wasser, aber es zählt nicht als Wasser, oder was? Ach. Es ist zu niedrig. Das gibt's manchmal. Nein, ich steh bis zu den Schultern drin. Hm. Da kann ich mal kurz landen und ausruhen. Oh.
so lange mit dem Adler fliegen, geht mir ins Handgelenk. Ja, und sind Ammoniten in der Sonne. Ja gut, die machen nix. Ich sehe auch noch irgendwas Größeres, aber... Verstehe ich? Okay. Ammoniten... Elektrophorus. Feueradler. Nee, der Elektrophorus ist schon kein Feueradler. Nee, hier ist einer mit so schönen Feuerfarben, aber der ist nur Level 5. Elektrophorus, das ist ein Zitteraal. Bleib weg von dem. Ah, ich bin betäubt, weil ich nichts mehr gesehen habe. Ich habe kein Wasser gefunden. Dadurch verrenkt er wahrscheinlich gleich. Ups. Ja, ich hatte Schaden. Ja. Ich fresse gerade Schaden. Das ist blöd. Ich verstimme bloß vorher meine Rüstung noch. Ich habe so fucking viel Sauerstoff. Kann ich... Ja, nein. Ich wünschte, die würden mir nicht vorher meine Rüstung zerstören. Dauert jetzt eine Weile. Weil die mir keinen Schaden drücken. Weil deine Rüstung zu gut ist? Null Schaden. Oh. Habe ich noch Kuchen? Oh, noch genau 2 Stück. Komm her, Schäfchen. Miep. So. Da sind bei mir im falschen Moment die Lampen ausgegangen. Mitten am Seil hängt. Ja, Peachy, check mal die beiden Sachen, die beiden Optionen da mal genauer aus und schau mal. Also ich persönlich wäre kein Fan von diesem Klinik daheim. Ja, man muss abschalten können, heißt weg, behandelt werden und dann wieder hin. Das klingt irgendwie unsinnig, ganz ehrlich. Ach, man muss Klinik daheim? Hm? Ach, mit dem Klinik daheim? Ja, bei der einen ist die Behandlung ein paar Wochen in der Klinik, dann sollst du geheim gehen, ob es passt. Und wenn es nicht passt, gehst du wieder hin und dann gehst du wieder heim. Das klingt irgendwie schwachsinnig. Ich versuche gerade, dass ich auf Sauerstoff gespielt habe. Wäre ich schon denkt, schon. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte. Oh Mann. Ich pack mal das Artefakt und so weg. Mhm. Dann guck ich noch mal. Ja. Dann kann ich gleich zeigen, wo das ist. Ja, meine Flakstiefel sind schon kaputt. Ich muss meine Rüstung gleich reparieren. Allerdings fresse ich denn jetzt endlich mal ein bisschen Schaden. Was soll ich dir zeigen dann? Ich bin von einem Eurypterid getötet worden. Ich kann dir dann gleich den Höheneingang zeigen, dachte ich. Also, okay. Ja. Ich bring vorsichtshalber Scuba-Maske mit, wenn man das da... Das ist, denke ich, ohne Tauchen. Das Problem ist halt der Zitteraal. Du musst halt irgendwie, das vor allem wie ich beschrieben. Wo ist denn meine Scuba? Der Zitteraal ist ein Problem. Den kann man aber auch nicht aus der Sicherheit von außerhalb erstmal abschießen, oder? Bevor man da reingeht. Ja, das ist gut. Kommst du zu mir? Ja. Ich pack nur dein Schaf in eine Kryo. Ich frage mich gerade, warum hier angezeigt wird. Irgendein Rahmen wird hier gerade angezeigt. Irgendein Radius. Also vermutlich von dem Recover-Ding. Mhm. Warum auch immer. Ich habe vorsichtshalber mal Scuba dabei. Ich bringe ein paar Stims mit. Ah, die kann man sich selber... Nicht geben. Und da wir nicht im selben Tribe sind, kann ich auch nicht in dein Inventar und sie dir forcen. Okay. Yay, mein Brustpanzer ist etwas mehr als Hälfte, hat er noch. Meine Handschuhe haben etwas weniger als Hälfte. Oh, ich habe diese Sackkohle. Meine Schuhe sind im Eimer. Ups. Müssen wir mal ein bisschen reparieren.
Die Sarko-Haut mal aus dem Argent-Inventar retten. Ich glaube zwar nicht, dass sie mir hops geht, so stark wie die ist, aber zur Sicherheit, wenn sie mal irgendwo unterwegs ist. So, ich brauche Faserleder und Metallbahn. I love it. Ah ja, ich sehe dich. Leder eingeschmolzen. Dein dein Drachen hattest du Gott sei Dank in deiner Kryo dabei, hä? Ja, ja, der liegt auf Slot 8. Rucke. Lade. So viel Einzelteile. Ja. So. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem bei so einer großen Burg. Aber es war halt schon zu schade, sie abzureißen. Oh ja. Einmal durchreparieren das Ding. Und bevor ich da das nächste Mal bin, sollte ich die vielleicht ausziehen, aus Sicherheitsgründen. Ach so, hast du also Gasmasken? Nein. Wollen wir dann im Anschluss gleich in der mit dem dritten Artefakt gehen? Dann gehe ich mal zu Hause ein paar Gasmasken mitnehmen. Sind die in der Fabrikator? Ja, ne? Ja, aber du musst halt das Substrat mit den schwarzen Perlen erst herstellen. Klar, die hat so viele von den Dingern hergestellt. Ich denke, das können wir mal nutzen. Ich habe auch noch für das Substrat von irgendwas. Mal gucken, ob das die NPCs haben das teilweise fallen lassen, als man die noch gekloppt hat. Bevor ich sie abgestellt habe. Ja, ich hatte bei mir zu Hause ganz viel zu später Substrat. Aber jemand hat meine Basis zerfetzt. Warum war die Tür in der falschen Richtung offen? So, was fehlt denn noch? Gasmasken hat eine ganze Menge gemacht. Yay! 1, 2, 3, 4. So. Ich habe mal 2 für jeden mitgebracht. Okay. Ich hoffe, sie halten. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Im Zweifelsfall, ja gut. Lassen wir uns da drin absichtlich sterben, wenn wir das Artefakt haben und kommen am Grabstein wieder. Gladius ist da, hast du gesagt. Dachte er gerade. Ja, dann soll er auch mal in den Discord kommen, weil so wird das nix. Aber ich habe diesen verdammten Knopf nicht gesehen. Der ist aber auch echt winzig. Wenn du denkst, so irgendwo wird hier bestimmt eine Tür sein, dann guckst du natürlich nicht nach dem verdammten Knopf. Okay, Voice kann er nicht. Das ist blöd. Ja, gut. Macht die Leiterin immer noch Blödsinn. Okay. Gut, ihr schreibt schon miteinander, ich sehe es schon. Ich muss mal Discord wieder kleiner machen, damit ich auch den anderen Kram sehe. So. Da. So ein bisschen mehrere Gespräche gleichzeitig lesen gerade. Ich werf meinen Drachen nochmal auf die. Oh, die wow. Hilfe. Ne? Was? Das Geruckel hier wieder. Wo ist der Boden? Ah, da. Unter dir. Oh Gott, ist das ein Geruckel. Ach du meine Güte. Hast du den grünen Ring auch? Welchen grünen Ring? Ah, ich glaube, das ist der Futterdruck, der wieder backy ist. Ach, das habe ich in letzter Zeit auch öfter mal gehabt. Ja, dann sind sie wieder backy. Ich weiß nicht mehr, wo dran es lag, das wusste ich mal. Jetzt aber auch erst, seit ich gestorben bin. Holen war es noch nicht.
Ah ja, und er hat die Sättel. Gut, die kriegen die Rechse dann nachher. Ja, die brauchen wir nachher, wenn es ernst wird. Beziehungsweise für 7 Tiere haben wir noch Platz. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass meine Zuchtviecher irgendwie weg sind? Welche Zuchtviecher? Die, die ich drüben auf der Insel hatte, sind alle weg. Hö? Die, Warte, du Kack. meine Zuchtrechse, meine Zuchtadler waren alle weg. Oder sind alle. Der Adler meiner Schwester ist weg. Elfriede. War das noch mit der Sache mit Paco? Ja. Ach. Aber du hattest ja keine toten Viecher gefunden. Nee. Deswegen wird er sie irgendwo hingeflogen haben, der Typ, und dann verloren haben. Also rein theoretisch, wir müssen mal die Basis, die Karte absuchen und dann, wenn wir sie finden, mal einsammeln oder so. Das ist ein bisschen ein Problem mit ungeklemmten Viechern, die zu finden. Wobei, vielleicht hatten die sogar einen Ring. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Habe ich mir die Rüstung jetzt eigentlich eingepackt? Ja, gut, ich habe die nur noch nicht an. Sich Ich guck selbst wieder mal. reklemmt hat er, glaube ich, nur Hanne. Ja, aber wenn er sie da gefunden hat, dann nimmt er sie natürlich damit. Ja. Ich komme da gleich hin. Ob er jetzt sein Problem gelöst hat, da wegen Hacking-Verdacht oder so, habe ich immer noch keine Meldung gekriegt. Mal sehen. Kann ja mal gucken. Wildzuchtfarbe. Nö. Ich kann extrem wenig mit zurückrufen. Ich kann Hanne rufen. Ich kann. Wer ist Leona? Leona, Leona. Hat Dings noch einen zweiten? Ich weiß gerade nicht, wer Leona ist, aber der Typ, die umgenannt hat oder so. Schneiden. Das Kann ich müsste auf ich dem im Weg da, Log. kann ich auf dem. Ah nee, Leona ist drüben bei den anderen, ja, stimmt. Nein, ich kann einen einzigen Zuchtadler kann ich rufen. Wildzuchtfarbe. Der ist Level 28. Meine normalen Zuchtadler sind weg. Kann nicht rufen, haben keinen Ring. Die hatten alle Ringe. Uff. Yay, Gladius ist da. Ja, das ist ärgerlich, weil dann sind auch die Rechse für Ding weg. Die was? Die guten Rechse, die wir für die Boss-Rechse-Zucht hatten. Ja. Ah, schön ist, ich habe ja noch ein paar Eier. Aber die beiden Und Techs waren noch da, gell? meine Kampfrechse sind auch noch da, deswegen. Ja, mein Techrechse waren da. Nur die beiden Zucht. Die Zucht hatte ich, glaube ich, schon eingetütet. Ich meine, die Zucht hatte ich schon eingetütet, dass sie deswegen weg sind. Will er ernsthaft mit dem. Der braucht doch ein Flugvieh. Ach, der kommt mit seinem Hammersball schon zurecht, du. Ja, aber es ging mir darum, dass er hinterherkommt. Der muss ja auch übers Wasser. Er ist ein Profi. Das kann ihn Ja, ja aber dann muss er jemand. Du kannst ihn ja mit dem Adler tragen. immer. Ich habe einen Drachen. Du kannst ihn mit dem Adler tragen. Stimmt. Nee. Kann ich. Beide Kön gleich für dich können tragen. Adler Tylas tragen? Ja, oder? Ich glaube ja. Und muss er raus auf den Hof kommen. Da drin kann ich den nicht greifen. Der Ingame-Voice funktioniert. Was war die Taste? B. Aber bei mir funktioniert es wahrscheinlich wieder nicht, oder? B, B. Hi! B gedrückt halten, sprechen und dann Aber meine Arg wahrscheinlich er war sehr weggehen. leise gerade. Ja, das kommt liegt daran, weil du Arg wahrscheinlich sehr leise hast dann. Eventuell möglich, ja. Ich soll mal Wie? Grüße an den Stream ausrichten, sagt er. Ich wollte auch gerade Grüße! vorlesen. Ja, bei mir steht auch Push to Talk B, aber es hat das letzte Mal irgendwie schon nicht ganz funktioniert, wie ich es gedrückt habe. Und sonst, Ja. Wenn es bei dir funktioniert, kannst du es ja, aber.
Er kann auch den Hammersbald einpacken und bei dir auf dem Drachen mitreiten. Das könnte auch, ja. Ich dachte halt, Hammersbald einpacken, Adler nehmen, Drachen. Oh, stellt er sich gerade doof an, oder ist er so doof? Ich glaube, er ist das letzte Mal auch anders hingekommen. Ja, mein, die Map ist ja recht klein, du kommst ja eigentlich auch so von A nach B, aber da muss er echt einen riesen Umweg laufen. Also müssen wir so ewig auf ihn warten, weil er kennt den Weg. Hast du eine Kryo mit für deinen Adler? Ja, die ist auch schon ausgerüstet. Hast du eine Kryo mit für dein komisches Leuchtvieh? Oder willst du den sonst hier lassen? Nee, der ist eher Kanonenfutter im Zweifelsfall. Achso. Was hat er geschrieben, was? Dass wir noch beim Sammeln sind.